schleppen wollen. Was? Das haben sich alle Arena ausgedacht? Selbst ist die Frau. Donner! Mensch, Moritz, jetzt fangen wir mal an zu packen. Wir müssen gleich los. Du musst einfach immer knurren. Dann wird dich keiner haben wollen. Ich hole dich da auch ganz schnell wieder raus. Versprochen. Moritz? Er wird es nicht schlecht haben. Wenn sich jemand eine Mutter aus dem Tierheim holt, dann meint er es doch ernst. Aber Muxel will nicht weg von uns. Aber er ist im großen Garten gewöhnt. Und er wäre den ganzen Tag allein, das ist doch auch doof. Aber du hast ja noch keinen neuen Job. Vielleicht findest du ja nichts. Das wäre aber nicht so gut. Ich brauche dringend Arbeit. Hör mal. Ich hab doch Muxel auch lieb und ich bin auch ganz traurig. Ja, aber die neue Wohnung ist viel zu klein und der Vermieter duldet keine Hunde, da können wir nichts machen. Dass er zu einer netten Familie gehört. Er hat 6 Jahre bei uns gelebt. Wir haben ihn als kleinen Welpen bekommen. Muxel. Mach's gut, Muxel. Kleine, wir werden dich schrecklich vermissen. Haben Sie einen Impfausweis? Ja, klar. Zeit von Eingestiert. Er kommt jeden Tag hierher und holt ihn zum Joggen ab. Dann kann ich meinem Sohn ja sagen, dass er Muxel immer besuchen kann. Aber bereiten Sie ihn darauf vor, dass Muxel eines Tages vielleicht nicht mehr hier ist. So, komm, Muxel. Ich zeig dir jetzt dein neues Zuhause. Komm. Rein mit dir. Dass ich Sie doch noch antreffe. Es war ein ziemlicher Akt, Ihre neue Adresse herauszufinden. Wir wohnen immer noch in derselben Stadt. Meine Kinder und ich, wir haben uns nur ein bisschen verkleinert. Wo
wirklich sind neue Forderungen dazugekommen. Und zwar in Höhe von... Und wie immer kein Wort zu meiner Tochter, ja? Also ich verstehe, dass Sie Ihre Kinder lieben, aber Sie können doch nicht ewig lügen. Was macht denn der Schneider schon wieder hier? Hast du nicht gesagt, du suchst dir einen neuen Patentanwalt? Jenny, sei nicht so frech. Du weißt doch, dass das mit den Patenten nicht so einfach ist. Wie wäre es denn, wenn Sie meiner Mutter zur Abwechslung meine Erfindung abkaufen würden, anstatt immer nur abzukassieren? Nächsten Freitag komme ich wieder und dann werden Sie bezahlen oder ich muss eine Pfändung durchführen. Egal, ob Ihre Kinder da sind oder nicht. Mama. Ich weiß, mein Schatz. Komm mal. Hiermit kannst du zu ihm Kontakt halten. Egal, wo er ist. Du sprichst einfach mit ihm. Aber Julie hat doch gesagt, das Gerät hat nicht so eine große Reichweite. Wer ist denn in unserer Familie die Erfinderin? Deine Schwester oder ich? Du, Mama. Siehste. Na, was kitzelt? Schlaf schön. Ja. Gute Nacht. Gute Nacht, Ochse. Wir müssen jetzt beide schlafen. Ich hab dich lieb. Auch noch. Was hast du gesagt, Schatz? Damit hast du mir Augentropfen eingeträufelt, als ich 4 oder 5 war. Ich habe heute noch Albträume davon. Im Gegensatz zu Pipetten liegt die Trefferquote hier bei 100%. Hast du eine Kontaktlinse gesehen? Dieser ganze Bewerbungszirkus dauert. Mach ich. Danke. Wo ist denn jetzt meine Handtasche? Da. Mama? Ich wollte noch was Wichtiges zeigen. Machen wir später, ja? Und vergiss Moritz nicht. Und wage es bloß nicht, meine Erfindung wegzuwerfen. Bis später. Also man mischt Salz mit Zitronensaft, der trägt das auf den Tintenfleck auf, 10 Minuten einwirken lassen und dann mit lauwarmem Wasser ausspülen. Mit derselben Mischung kriegt man auch Blut weg. Und ich habe auch einen Tipp gegen Kaugummis auf der Kleidung. Also die Kleidung einfach ins Tiefkühlfach, halbe Stunde drin lassen und schwupps, der Kaugummi löst sich. Darf ich auch mal was sagen? Ich finde Ihren Einfallsreichtum wirklich beeindruckend, aber... Was machen Sie? Ich hatte in den letzten 14 Tagen ungefähr 23 Vorstellungsgespräche. Und die endeten alle mit 4 Buchstaben. A, B, E, R. Ja,
Ich wollte aber aus einem ganz anderen Grund sagen, Sie sind überqualifiziert. Nur weil ich meine eigene Firma hatte. Das war der größte Fehler meines Lebens. Da bügel ich lieber Hemden. Tja, dann bügeln Sie mal. Wenn Sie wollen, können Sie gleich anfangen. Wie? Ich hab den Job? Ach, das ist ja großartig. Dankeschön. Elvira, kommst du mal bitte? Ja. Das ist Elvira. Sie arbeitet seit 11 Jahren hier und gehört quasi zur Familie. Kannst mich Ellie nennen? Freut mich, ich bin Alex. Das ist unsere Bibel, hier nochmal für die Hand. W haben wir erst 2005 aufgenommen, es bedeutet Nassreinigung. Und was ist der Unterschied zwischen F und P? F bedeutet Reinigen mit Kohlenwasserstofflösungsmitteln und P steht für Perchlorethylen. Mein Gott, hoffentlich kann ich mir das alles so schnell merken. Ja, wenn nicht, dann erfinden Sie einfach was Neues. Flecken sind rausgegangen, kein Problem. Was ist mit dem Kleid hier? Das hängt sich schon 2 Jahre. Schönen Tag noch. Danke. Das, ja, das gehört einer Dame, die bei einem Verkehrsunfall ums Leben kam. Das ist ein schönes Sommerkleid. Ist das im Sommer passiert? Ich weiß noch genau, wie sie das letzte Mal hier war. Da waren so Kaffeeflecken auf ihrem Kleid. Und sie war total besorgt, dass sie nicht mehr rausgehen. Und das war das Lieblingskleid ihres Verlobten. Naja, die Flecken sind rausgegangen. Aber das konnte ich ihr natürlich nicht mehr sagen. Ewald hat mal erzählt, dass der Unfall 3 Tage vor der Hochzeit passiert ist. Nee. Hallo Muxel, wie geht's? Ja, ich hab dir was mitgebracht. Freut sich der Muxel aber. Mama hat gesagt, wir können trotzdem mit ihm laufen gehen, auch wenn er jetzt hier im Term ist. Klar, er hat schon auf euch gewartet. Muxel, komm mal her. Na los, komm her. Los, komm, geh jetzt raus. Guten Tag. Guten Tag. Hier 2 Anzüge, die müssten gereinigt werden. Mhm. Ich glaube, das bis Donnerstag. Ellie, bis Donnerstag? Ja, ja, Donnerstag ist gut. Klappt. Das wäre dann Ihr Abholschein. Gerne. Bis Donnerstag. Warte mal, der hat was vergessen. Hallo? Ja? Sie haben was vergessen. Ach, schon wieder. Vielen Dank, das kommt davon. Benutzt kein Geldbeutel, steckst du immer so ein. Das macht mein Sohn immer mit Papiertaschentüchern. Deswegen habe ich mir angewöhnt, die Taschen zu kontrollieren. Sonst ist alles voller weißer Fussel und ich muss alles nochmal waschen. Dann muss ich mich bei Ihrem Sohn bedanken. Ja, bloß nicht. Dann bildet er sich auf seine Schlamperei noch was ein. Sagen Sie mir, soll ich was auf die Ehrlichkeit seiner Mutter einbilden? Das werde ich tun. Halt nicht so schnell. Hier, Finderlohn. Das war selbstverständlich. Das war es nicht, bitte. Ich werde das Geld nicht nehmen. Dann, wie heißt Ihr Sohn? Moritz. Dann stecken Sie es ins Sparschwein von Moritz. Das werde ich auch nicht tun. Ich habe das wirklich gern gemacht. Danke. Jetzt weiß ich, wo ich Sie schon mal gesehen habe. Im Tierheim. Sie gehen dort immer mit den Hunden joggen, nicht? Ja. Was machen Sie da?
Ja, wir sind umgezogen und in der neuen Wohnung sind keine Tiere erlaubt. Bist du sportlich? Wie Hund? Muchse? Ja. Ja. Wie groß? Wieso? Mein neuer Joggingpartner. Ach, das wäre aber nett von Ihnen. Das war gerade wahnsinnig nett von Ihnen. Bis Donnerstag. Sie sind neu hier. Ich habe Sie noch nie gesehen. Mein erster Arbeitstag. Bis Donnerstag. Bis Donnerstag. Das war er. Wer? Gregor Sand. Der Typ, dessen Verlobte verunglückt ist. Na, die mit dem gelben Kleid. Ach, er. Ich weiß, was du jetzt denkst. Das Schicksal sieht man dem überhaupt nicht an, aber das war schon von Anfang an so. Gleich nach der Beerdigung hat er sofort wieder gearbeitet. Jeder geht mit Trauer anders um. Ich habe eine Freundin und die Freundin von der hat eine Cousine und die kennt den. Naja, und die hat mir erzählt, der hat mit niemandem über den Tod seiner Verlobten gesprochen. Immer kontrolliert und diszipliniert. Tja, eben ein total abgebrühter Geschäftsmann. Das ist doch nicht abgebrüht, das ist typisch mein. Auf mich hat er einen ganz sensiblen Eindruck gemacht. Du brauchst gar nicht so zu gucken. Ich bin mit Männern durch. Theater schreibt man mit T vorne. Aber unsere Lehrerin hat das auch nur mit T geschrieben. Ist das die neue Rechtschreibung? Theater schreibt man immer noch mit T. Mama, warum kann ich mit der Schule nicht aufhören? Ich hasse diese sinnlose 12. Klasse. Ach, Julie, nicht schon wieder. Du hast dich verguckt, mein Süßer. Ich bin mir sicher, dass deine Lehrerin Theater vorne immer mit TH schreibt. Abitur ist wichtig. Ja, weil du es nicht hast. Entschuldigung. Eines Tages wirst du das ganze Geld von mir erben. Ja, das ganze Geld, das du nie haben wirst. Du unterschätzt uns Frauen, Julie. Alle großen, profitablen Unternehmen verdanken ihre Existenz den Ideen von Frauen. Ich weiß, du hast es mir schon tausendmal erzählt. Melita Benz nahm vor 100 Jahren ein Löschblatt ihres Sohnes, weil der Kaffee nicht schmeckt. Und das war die Geburtsstunde der Melita-Filtertüten. Genau. Und Mary Anderson hat nach einer Fahrt in einer New Yorker Straßenbahn die Scheibenwische erfunden. Das sind Ausnahmen, Mama. Nein, das sind Frauen mit Visionen. Und dann habe ich auch eine Vision. Du hast eine Idee. Wieso habe ich nur eine Idee und du eine Vision? Weil eine Vision muss erst aus einer Idee wachsen. Und du hast nur einen Film toll gefunden. Was? Das hat überhaupt nichts mit Highschool-Musical zu tun. Ich bin im Chor, seit ich hier bin. Und in meiner Schule tanzt keiner so gut wie ich. Dann hast du ja nach dem Abitur auch keine zwei linken Beine, oder? Mann, könnt ihr mal leiser sprechen? Ich kann mich nicht konzentrieren. Guck dich doch mal um, Mama, wohin uns deine Visionen gebracht haben. Dass wir unser Haus verloren haben. Erzähl das Moritz, mir war das sowieso zu spießig. Guck mal. In einigen Dingen hast du recht und in anderen hat deine Mutter eben mehr Erfahrung. Jetzt bin ich ja mal gespannt, in welcher Beziehung ich ausnahmsweise mal recht habe. Das war ein Fehler, das ganze Geld in eine einzige Idee zu stecken. Tja, wenn ich mit der Schule aufhören würde, könnte ich dich ja unterstützen. Träum weiter. Nein, ich mache noch einen Versuch und wenn es dann nicht klappt, dann hatte ich zwar eine Vision, aber kein Talent. Dann such dir endlich einen neuen Patentanwalt, Mama. Dieser Schneider bringt überhaupt nichts. Der nimmt dir nur das Geld ab. Schmeiß ihn endlich raus. Wenn das mal so einfach wäre.
Die wollte ich ja heute Morgen schon geben. Die habe ich aus dem Internet. Dr. Karl Bruckner, Sabine Mainz, Theodor von Schöneberg. Die Liebpatentanwälte kosten einen Haufen Geld. Da müsste ich erst mal was verdienen. Professor Dr. Paul Hühner, Fiona Salm-Friedrich. Salm-Friedrich? Ich bin mal mit einer Fiona in die Schule gegangen. Wir haben uns aus den Augen verloren, als sie das Abi machte und ich schwanger wurde. Ja, der Name klingt jetzt nicht so häufig. Vielleicht hast du Glück. Das wär's ja. Fiona Salm-Friedrich, ja. Geht meine Uhr falsch oder sind Sie heute später dran? Wir sind ein paar Termine dazwischen gekommen. Ich muss noch die hinteren Boxen reinigen, danach will ich gerne Feierabend machen. Leica nehme ich morgen wieder mit. Heute würde ich lieber mit Muxel laufen. Ach, Sie kennen den Hund? Ja, die Besitzerin. Die ehemalige. Naja, der war heute schon draußen, aber gegen die Ehrenrunde hat er sicher nichts aufzuwenden. Hallo Muxel. Na, komm her. Komm mal lang. Aha. Für die hinteren Boxen brauche ich dann so anderthalb Stunden. Bis dahin sind wir bestimmt wieder da. Na, Sportfreund. Bis dann. Weißt du noch, wie lustig Mama früher immer war? Jetzt lacht sie kaum noch. Sie hat sogar Streit mit Julie. Habe ich da gerade meinen Namen gehört? Ich spreche mit Muxel. Halt, Mut, ich hab dir das doch erklärt. Der kann dich nicht hören. Das ist viel zu weit weg. Aber Mama hat gesagt, dass Muxel mich hört. Julie ist blöd, Mama. Du hast doch gesagt, dass es funktioniert. Natürlich funktioniert das. Kapier? Ich spreche mit ihm. Ah, hallo Muxel. Schönster Hund von der ganzen Welt. Hier spricht die Wilhelmstraße 5, erster Stock. Wir essen jetzt gleich Nudeln mit Tomatensauce und wir würden dich wahnsinnig gern vom Tisch ausfüttern, obwohl du weißt, wie streng ich sonst immer bin. Wir vermissen sogar deine Pupse. Und dann wollten wir dir nur sagen, dass wir dich ganz so lieben. Auch wenn du nicht mehr bei uns wohnen kannst. Jetzt so. Jetzt kommt Julie. Okay. Hallo, wollen wir nicht essen? Ja, erst wenn du mit Muxel gesprochen hast. Komm, komm, komm. Komm jetzt. Hallo, Muxel. Oh Mann, ihr seid verrückt. Das ist ein totes Handy. Nein, der kann uns nicht hören. Das funktioniert wirklich. Wenn Mama das sagt, dann funktioniert's auch. So ist es. Ach, nee. Guck. Hier, sprich jetzt. Sprich. Oh Mann, Herr Thomas. Als du anriefst, hatte ich dich sofort wieder auf dem Schirm. Die verrückte Alex mit ihrer geheimen Sprache. Ich habe die Wörter einfach nur von hinten nach vorn gesprochen. Im Rekordtempo. Das konntest nur du. Ich habe immer gedacht, irgendwann bist du in Schweden, bekommst du eine Weltpreis. Klar, in rückwärts sprechen. Ach komm, du hattest immer so ausgefallene Ideen. Weißt du nicht mehr, sogar Heine sagte, du bist Fräulein Einstein. Ja, stimmt. Dr. Heinrich und der alte Chemielehrer. Und, bist du verheiratet? Ich? Nein. Du? Nee, ich war nicht. Hast du Kinder? Mhm, Sam. Und wie alt ist er? Drei. Er hat ein Fell und vier Pfoten.
Ist jetzt zwar nur Zeit für eine Katze. Immerhin. Ich habe studiert in den Staaten. 2 Jahre in New York. Dort habe ich einen Berliner Geschäftsmann kennengelernt. Er war bei seinen Freunden sowieso. Ich habe mich unsterblich verliebt und letztes Jahr bin ich wieder hierher zurück. Seid ihr noch zusammen? Es ist ein bisschen kompliziert. Kompliziert. Kompliziert ist es immer. Die Liebe ist zu 100% eine Erfindung der Menschheit. So. Da hattest du in der Schule noch eine ganz andere Meinung. Ich? Mhm. Wozu brauche ich Abi, Fiona? Ich habe doch Tommy, die Liebe meines Lebens. Und natürlich bekomme ich das Baby von ihm. Deine Worte. Ja. Mein Gott, das ist ein biologischer Trick der Natur. Männlein und Weiblein sind so lange vernebelt, bis sie Nachwuchs gezeugt haben. Dann ist die Aufgabe erfüllt, die rosarote Brille ist weg und du siehst nur noch grüne Augen. Klingt eher nach giftgrün. Ach, man muss es nur verstehen, dann lebt sie es ganz gut damit. Und wie oft hat dieser biologische Trick bei euch funktioniert? 2 Mal. Hm. Ja, aber... Er hat sich aus dem Staub gemacht. Keine Erklärung, kein Abschiedswort, nichts. Alles hätte ich ihm verziehen. Aber nicht, dass er den Kindern das Herz bricht. Zahlt er wenigstens Unterhalt? Ach, kein Cent. Entschulden. Was heißt ihr? Ich auch. Wir hatten eine Firma zusammen. Was habt ihr gemacht? Kannst du dich erinnern, wie ich damals in der Schule diese Spitmaschine erfunden habe? Ja, na klar, die war unschlagbar. Eine geniale Konstruktion. Ich habe letztens erst auf eBay gesehen, dass man davon 2 Stück verkauft hat. Nein. Mhm. Für 8 Euro zwar nur, aber immerhin. Immerhin. Ja, und als Julie geboren wurde, da kam mir die Idee. Was für eine Idee? Ist die sauer oder nicht? Du hast gerade selber gekostet. Und wie sieht sie aus? Hm. Normal. Ja, siehst du, das ist das Problem. Man sieht Lebensmitteln einfach nicht an, ob sie verdorben sind oder nicht. Ah. Hm? Als Julie ein kleines Baby war, da hat sie mir mal saure Milch ins Gesicht gespuckt. Und da kam ich auf die Idee, sowas wie ein Haltbarkeitsmesser zu entwickeln. Also jedes Produkt, jedes Glas, Flasche, Dose, bekommt zusätzlich zum Inhalt ein chemisches Plättchen, was von außen sichtbar ist. Aha. Das heißt, wenn die Ware verdorben ist, verfärbt sich das Plättchen. Richtig. Und du kannst ganz in Ruhe perfekt deinen Kühlschrank in Ordnung halten, ohne alles durchprobieren zu müssen. Genial. Hast du die Idee zum Patent angemeldet? Wenn ich als Millionärin geboren worden wäre, hätte ich das sicher getan. Allein die Registrierung für Europa kostet Tausende von Euro. Ich weiß. Jeden Cent habe ich in diese Entwicklung gesteckt. Ich möchte nicht wissen, wie vielen Lebensmittelchemikern ich schon die Hand geschüttelt habe. Und wo liegt das Problem? Das Plättchen. Also es gibt noch kein 100% verlässliches System. Und deshalb hast du mich angerufen. Du bist der Profi. Ach, hast du die Unterlagen dabei? Da stehen noch die Forschungsergebnisse von den Chemikern. Das sieht doch alles sehr gut aus. Gute Arbeit. Du musst keinen Cent investieren. Das mache ich für dich als alte Schulfreundin. Das ist echt nett. Danke dir. Ich kenne ein paar wichtige Leute. Wenn die an eine Idee glauben, investieren die richtig. Aber wahrscheinlich gewinnst du eher im Lotto, bevor die anweisen. Was habe ich zu verlieren? Da steht das Wasser bis zum Hals, was? Oberkante, Unterlippe. Arbeitslos? Schon seit 2 Jahren. Seitdem unsere Firma pleite gegangen ist. Aber jetzt habe ich einen kleinen Job in der Wäscherei. Verstehe. Wenn du dir noch was dazu verdienen willst, ich suche noch jemanden für meine Wohnung zum Saubermachen. Ach, Himmel, was biete ich dir da an? Essen, Freundin, tut mir leid. Nein, nein, das ist schon okay. Ich brauche wirklich jeden Cent. Und es macht mir nichts auszuputzen. Tschüss. Tschüss. Du, halt! Du hast was vergessen.
an. Als der Mantel in ihre Reinigung kam, waren da noch keine Flecken. Wissen Sie, wir arbeiten hier ausschließlich mit organischen Lösungsmitteln. Und da kann es schon mal vorkommen, dass so ein Fleck erst nach der Reinigung zum Vorschein kommt. Ja, super. Ich gebe doch keinen Mantel hier ab, damit er danach noch schmutziger wird. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Sie lassen den Mantel noch mal bei mir und ich kümmere mich persönlich drum, ja? Ich kriege das bestimmt irgendwie hin. Ja, machen Sie das. Das mache ich. Auf Wiedersehen. Guten Tag. Oh. Guten Tag. Ich wollte nach den zwei Anzügen fragen. Ist zwar erst Mittwoch, aber Sie haben Glück, die sind fertig. Ja. Zwei Anzüge, 28,80. Einen schönen Gruß von Muxel, soll ich sagen. Sie waren wirklich mit ihm joggen? Echter Sprinter. Wenn ich öfter mit ihm laufe, dann wechsle ich auf die Kurzstrecke und irgendwann muss ich gegen Usain Bolt antreten. Ach, das war doch dieser Läufer aus Jamaika. 9,58 auf 100 Meter. Weltrekord. Weltrekord. Ja, dann werde ich das meinem Sohn ausrichten. Der wird sich sicherlich sehr freuen. Sagen Sie ihm schönen Gruß. Und glauben Sie, Ihr Sohn könnte Sie vielleicht heute Abend ein, zwei Stunden entbehren? Ihn anrufen und fragen? Wenn er einwilligt, ich würde Sie sehr gerne ins Tenor einladen. Sie mögen noch italienisches Essen? Mein Magen denkt italienisch. Gut. Dann reserviere ich um 8. Ich werde da sein. Ihre Anzüge. Nicht, dass jetzt hier ein falscher Eindruck entsteht. Sie können tun und lassen, was Sie wollen. Ja, aber ich möchte nicht, dass Sie denken, dass ich unseriös bin und mich hier mit jedem Kunden einlasse. Also, wenn Sie mich fragen, ich an Ihrer Stelle würde ihm absagen. Und warum? Ja, weil auf seiner Stirn steht dick und fett geschrieben, ich suche einen Rettungsanker. Sie wissen doch vom Tod seiner Verlobten. Ewald, das stimmt nicht. Ich habe eine Freundin und die hat eine Freundin und die kennt ihn. Und die hat gesagt, er interessiert sich nicht mehr für Frauen. Er redet mit ihnen und mehr nicht. Das sage ich doch. Der hat einen an der Waffe. So einen hat Alex nicht verdient. Das ist doch nur ein Abendessen. Ja, meinetwegen. Aber wenn sie sich die Finger verbrennen, dann... Ah! Finger verbrennen... Alles in Ordnung? Ja, es geht schon. Hey, grüß dich. Entschuldige, dass ich mich verspätet habe, aber der Bus ist mir direkt vor der Nase weggefahren. Mach doch nichts. Willst du einen Espresso? Gerne. Boah, was denn? Und hier wohnst du allein? Nicht schlecht. Da muss da jemand verliebt sein. Er hat es leider noch nicht gemerkt. Das sieht aber nicht so aus. Die Rosen habe ich mir selbst geschenkt. Was? Ich wollte ihn eifersüchtig machen. Manchmal kann sogar ich erfinderisch sein, wenn ich was will. Reden wir über den Typen, den du da in New York kennengelernt hast. Ja. Der macht mich noch verrückt. Wir schauen uns tief in die Augen. Er ruft ständig bei mir an. Er ist immer für mich da. Ich bin immer für ihn da. Aber ihr habt euch noch nicht geküsst? Vielleicht hat er Angst, sich fallen zu lassen. Seit einem Jahr macht er auf gut Freund. Ich
Ich bin mir sicher, tief in seinem Unterbewusstsein träumt er davon, endlich mit mir zu schlafen. Was hältst du von Sardinien? Sardinien? Warum? Ich flieg dahin übers Wochenende. Allein mal so ausspannen. Und ihm erzähle ich, mein Rosenkavalier hat mich eingeladen. Dann muss es doch bei ihm klingeln. Ah. Keine Ahnung. Was Männer angeht, bin ich kein guter Berater. Oh. Kannst du dich in der Zeit um mein Baby kümmern? Ich zahle dir auch was extra. Du, kein Problem. Das wird als Freundin erledigt. Jetzt machst du mir gleich noch ein schlechteres Gewissen. Wieso? Deine Idee. Ich habe es den Investoren erzählt. Und es ist so gelaufen, wie ich es befürchtet habe. Sie sagen, Sie haben etwas Ähnliches schon mal von einer Schulklasse angeboten bekommen. Das wäre dann eher etwas für die Schublade Jugend forscht. Okay, manche Erfindungen von dir wären vielleicht peinlich. Dein Vater hat's auch angekotzt. Ja, weil du ihn nicht zum Millionär gemacht hast. Du bist immer noch dein Vater. Ich habe aber trotzdem ein Gehirn, mit dem ich über ihn nachdenken kann. Männer sind mit zu viel Kreativität überfordert. Alle sind überfordert. Und deswegen ist jetzt Schluss damit. Und was ist mit deiner Schulfreundin, die du fragen wolltest? Ich fand die Idee scheiße. Heute wird ein neues Leben. Sitzen Sie denn da auch gut? Ich sitze. Es ist alles gut. Gut. Ich weiß auch nicht, was heute los ist. Normalerweise ist hier nicht so voll. Verzeihen Sie bitte. Das ist mein Wasser. Wir bestellen ein neues Glas. Entschuldigung. Bitte? Wir haben ein neues Glas für den Kaffee. Dieses unbenutzte Glas. Wohnen Sie schon immer in Berlin? Ich? Nein, nein. Ich bin nach Berlin gekommen, also nach Charlottenburg, als ich 10 war. Geboren bin ich eigentlich in Ronnenberg. Das ist ein ganz kleines Kaff bei Hannover. In Ronnenberg? Ja. Wirklich? Ich stamme aus Hemmingen. Ach. Ja. Ja, das ist ganz in der Nähe. Das ist ein Zufall. Sie ist auch ein Hannoveraner Kind. Wir haben doch aber gerade das Essen. Idnefren. Was sagen Sie? Nichts. Idnefren? Die Nerven. Rückwärts gesprochen. So können die nicht verstehen, was man sagt. Meinen Sie das öfter rückwärts sprechen? Ich fand's als Kind schon ganz lustig. Da könnten wir uns jedenfalls nie verständigen. Ich war in der Schule Legastheniker. Oh. Niemand schreibt oder niemand spricht? Niemand spricht. In meinen Rettel in Netscha, chi isk türef. Chi et bild des Osmus nicht absch. Und das heißt? Das heißt, meine Eltern dachten, ich sei verrückt. Ich liebte es, so zu sprechen. Chi etile huid nis tche kerbsch. Rokomoko talaka.
Nee, das ist jetzt Quatsch, was Sie sagen. Ja, aber ich würde mich so gerne in Ihrer Sprache mit Ihnen unterhalten. Nemoklif Nibulk. Nibulk. Willkommen im Club. Entschuldigen Sie. Ist das Finnisch? Blamier dich nicht, Rainer. Das ist eindeutig Russisch. Ja. Ja. Ne? Ja. Deutlich. Ja. Ja. Holding back all those tears for you, 'cause I don't want to let them show. I see the happy couples smiling, holding hands downtown. Makes me think about you. Oh, it makes me wish you were here right now. 'Cause on the don't know why you and I are now here together. I've tried to see, but I can't believe it's over. I'm turning up the volume. Friday night, I don't know why. Just one night, can feel it forever. It meant to be here. Spinnst du? Warum schläfst du nicht? Weil im Krach keiner schlafen kann. Und was soll das? YouTube. Was? Woher weißt du, was YouTube ist? Wenn du Mama davon erzählst, sag ich ihr, dass du vorhin mit einer Music School in Hamburg telefoniert hast. Hast du mich belauscht? Du hast die Tür offen gelassen. Wehe, du erzählst Mama was davon. Und jetzt geh schlafen. Nacht. Ich glaube, die waren ganz froh, dass wir kein Dessert mehr genommen haben. Ja, das glaube ich auch. Hey, Ohren. Was ist denn? Was ist das? Hier ist... Ja. Hier, mein Ohrstecker. Was ist das? Wenn Sie wüssten, wie viel ich in meinem Leben schon davon verloren habe. Und da ist jetzt ein kleiner Sender dran. Und wenn der runterfällt, dann piepst es. Das ist ja fantastisch. Hab ich noch nie gesehen. Mhm. Kann man das im Laden kaufen? Das ist individuell hergestellt. Gibt es auch für Manschettenknöpfe? Nein. Wer stellt sowas individuell her? Meine Freundin. Die findet endlich so komische Sachen. Gehört dazu auch der sprechende Halsband von Wuchsen? Wie, das hat funktioniert? Ja. Daran habe ich ja selber gar nicht geglaubt. Mein Sohn war nur so traurig und habe ich es ihm gegeben, damit er mit Wuchse Kontakt halten kann. Was haben Sie denn gehört? Eine liebenswerte Familie. Dankeschön. Ihre Freundin ist ein Genie. Ich werde sie ausrichten. Das war ein sehr schöner Abend. Das fand ich auch. Darf ich Ihnen meine Telefonnummer geben? Vielleicht können wir es ja wiederholen. Ich bin dabei.
könnte ja seine Wäsche mitmachen. Aber er will das nicht, obwohl das sein Laden ist. Er wäscht allein daheim. Weil ist doch ein Witz, oder? Sag mal, hörst du mir überhaupt zu? Hallo. Was habe ich denn gerade gesagt? Oh, entschuldige. Ach, was für eine rosa Wolke schwebst du denn gerade rum? Du hast dich getäuscht. Mit der Wäsche? Der ist nicht kalt und herzlos. Nein. Also ich glaube, dass der durch sein Schicksal noch viel emotionaler geworden ist. Also wenn der dich so anschaut, dann... Also wenn der mich anschaut, passiert gar nichts. Die Betonung liegt auf, wenn er dich anschaut. Das hat ja wohl mit Gefühlen zu tun. Also die Gefühle, die du meinst, meine Liebe, die habe ich nicht. Ich brauche keinen Mann fürs Bett. Hast du mal eine Sekunde überlegt, wie es ist, ihn zu küssen? Das waren 3 Sekunden zu lang, also ja. Der menschliche Geist ist im Grunde genommen nichts anderes als ein brodelnder Cocktail chemischer Reaktion. Versuch doch nicht immer alles wissenschaftlich zu erklären. Weiß er eigentlich, dass du seine Geschichte kennst? Nein. Ja, dann sag's ihm. Ja, red mit ihm über deine Gefühle. Sag ihm, dass du ihm die nötige Zeit gibst. Ihr müsst offen miteinander sein. Dann sei du aber auch offen zu mir. Ja, klar. Hör zu. Du magst Ewald sehr, stimmt's? Ja. Aber nur so. Wieso? Der steht nicht auf mich. Hat er das gesagt? Nein, aber sowas merkt man. Wir kennen uns schon so lange. Wir haben den Laden hier zusammen aufgebaut. Damals gab es schon eine Reinigung in der Straße. Am Anfang, da standen wir immer alleine rum. Naja, irgendwann kamen die Kunden und haben uns gelobt. Da habe ich mich für ihn gefreut. Naja, und auch für mich. Ich meine, ist ja schließlich ein guter Arbeitsplatz. Hey, Mann, das ist wahr. Wo ist er? Heute Morgen war eine Familie hier. Die hatten ein Haus auf dem Land und die wollten sich einen Hund holen. Das war Liebe auf den ersten Blick. Er hat es dort sicher gut. Ja. Ganz sicher. Mein Bett hier herstellen lassen soll und ich nur zu Hause bin. Was hältst du denn davon? Hallo. Hi. Hallo. Den Wechsel zum Hip-Hop findet sogar mein Vater cool. Er hat mir versprochen, dass er mir eine Wohnung mit Elbblick kauft, wenn ich nach Hamburg gehe. Das ist doch toll. Mein Vater ist der Beste. Hi. Hallo, Mike. Ist der Kaffeeautomat kaputt oder sind deine Füße über Nacht 2 Größen gewachsen? Mein Vater kauft mir eine Wohnung mit Elbblick. Mir geht die Tante völlig am A vorbei. Wieso lässt du dich immer provozieren? Weil sie so ätzend perfekt ist. Samia ist nicht perfekt, sondern mega spießig. Wer lässt sich schon jeden Tag freiwillig von Daddy zum Training bringen und dann wieder abholen? Du hast es dir immer noch nicht erzählt, oder? Lass das Oder einfach weg. Und wie lange willst du noch warten, bis
deine Mutter zur Abifeier kommt und erfährt, dass ihr Töchterchen schon lange nicht mehr zur Schule geht? Sie wird dich köpfen, Julie. Na, vielleicht brauchen sie ja noch eine kopflose Tänzerin. Dann war wenigstens nicht alles umsonst. Warum seid ihr noch nicht auf eurer Position? Beeilt euch, wir haben noch eine Menge vor uns. Du siehst aus, als würdest du nicht fühlen, was du singst. Was? Aber das tue ich. Das hast du vor 2 Wochen auch schon gesagt. Ich möchte, dass Julie deinen Part übernimmt. Ich? Ja, du. Alles auf Anfang? Wow. Das machen wir gleich nochmal. Julie, nur am Anfang musst du noch ein bisschen zulegen. Eine Überraschung, als ich Ihre Nummer auf dem Handy gesehen habe. Schön, dass es so schnell geklappt hat. Trinken Sie um die Uhrzeit noch einen Kaffee? Und der Kessel und Laden, da ist auch nicht so viel los. Alles klar, gern. Wenn aus Julies Zimmer Bright Eyes von Atka Funke tönt, dann wissen wir wieder Bescheid. Sie ist über beide Ohren verliebt. Ist immer dasselbe. Ein paar Wochen später, da knallt sie mit den Türen, schreit, dass sie den Kerl umbringt und hört noch Heavy Metal. Für eine Mutter ist das nicht leicht. Ich würde am liebsten jeden Einzelnen anrufen und ihm sagen, dass er meiner Tochter gar nicht verdient hat. Dann bin ich jedes Mal froh, dass ich aus dem Alter raus bin. Dass mir kein Kerl mehr das Herz bricht. Ich will das auch nicht mehr. Alex, ich muss ein paar Worte sagen. Lassen Sie mich erst. Ich weiß von Ihrem Verlust. Hat man es Ihnen in der Wäscherei erzählt? Das gelbe Kleid hängt noch da.
Haben Sie schon mal jemanden verloren? Mein Vater. Er ist gestorben, als ich 14 war. An Krebs. Kann man bitte du sagen? Natürlich. Es ist, als ob ich immer noch auf Lüdi warte. Ich höre manchmal, schon öfter, ich höre ihren Schlüssel im Schloss der Wohnungstür. Dann springe ich auf, um sie zu begrüßen. Dann stehe ich vor der verschlossenen Tür. Das passiert noch mal viel peinlicher als heute. Ich warte. Ich weiß, dass er nicht mehr zurückkommt. Aber ich warte. Ich warte. Ich warte. Ich würde sonst was dafür geben, wenn es aufhören würde, aber es wird nicht aufhören. Alex. Hätten wir uns neulich. Es hat sich falsch angefühlt. Das wäre falsch gewesen. Ja, na klar. Ich sehe das genauso. Ich habe auch begriffen, dass im Leben wahre Freundschaft viel, viel wichtiger ist. Aber essen gehen wir noch zusammen. Na klar. Ich bin froh, dass wir das. Es ist schön, dass wir das geklärt haben. Julie hat es mir erzählt. Ich baue dir wieder zusammen. Hm? Aber ich brauch's doch nicht mehr. Guck mal. Muxler hat jetzt wieder einen Garten. Es geht ihm gut. Im Grunde hat er Glück gehabt. Diese blöde Box im Tierheim, die war viel zu klein und ungemütlich. Meinst du, er vergisst mich? Du Schatz. Komm mal hier. Wer könnte dich denn vergessen? Hm? Grüß dich. Ich bin auf dem Weg zum Flughafen. Ich wollte dich noch mal an Sam erinnern. Den vergesse ich doch nicht. Sag mal, was ich dich noch fragen wollte. Hast du was dagegen, wenn ich ihn mit zu mir nehme? Ich dachte, du darfst keine Tiere halten. Es sind ja nur 2 Tage. Ich wollte Moritz ein bisschen ablenken. Aber vergiss nicht, er mag nur Thunfisch ohne Gemüse. Pute verabscheut er. Und wenn du Zeit hast, wäre schön, wenn du alles noch mal richtig rausputzen könntest. Das mache ich doch gern. Du kannst dich auf mich verlassen. Und hab schöne Tage dort auf Sardinien, ja? Danke. Okay, tschüss. Funktioniert. Oh, ist jetzt mal Quatsch, Katze. Das Plättchen färbt sich jetzt rot, wenn die Milch drüber ist. Wenn wir Lindon überzeugen können, sitzt du in Zukunft auf Sardinien in deiner eigenen Villa.
Wasser spielen wenigstens. Ja, ich fange an, so ein Härter zu lügen. Moritz. Ciao, ciao. Mama, was machst du denn hier? Ich dachte, Julie holt mich heute. Ich habe mir ein bisschen früher freigenommen. Wir überraschen deine Schwester und holen sie gemeinsam ab. So hast du früher Moritz gesehen, wenn du mit Papa gestritten hast. Ich habe aber nicht mit Papa gestritten. Guck mal, wenn ich da mitgebracht habe. Das ist Sam. Eine Katze? Darf ich sie mal haben? Nein, nicht jetzt. Nachher erschreckt sie sich noch und haut uns ab. Kommt sie denn hier an? Mann, wir dürfen noch keine Tiere haben. Na ja, dann mache ich eben 2 Tage meine Ausnahme. Los, komm, Abmarsch! Mann, Mama, wo bleibt denn Julie? Ich will jetzt endlich nach Hause mit der Katze spielen. Na ja, die kommt doch gleich. Frau Fuchs? Ja. Ramona. Ramona Burger, stimmt's? Ich erinnere mich, du warst bei uns auf einer Party. Ist Julie noch oben? Julie? Aber sie hat schon vor ein paar Wochen die Schule geschmissen. Was? Sie wollte doch einen Workshop machen. Sie hat ihnen nichts erzählt? Oh Gott. Was für ein Workshop? Ich habe nichts gesagt. Julie bringt mich sonst um. Gibt es sonst noch was, was ich nicht weiß? Naja, die sprechen in diesem Workshop Empfehlungen für die Musical School in Hamburg aus. Singen und tanzen ist Julies Leben. Und sie will Zac Efron heiraten. Wen? Das ist der Typ aus High School Musical. Ich bin nicht realitätsfremd. Wie, du wirst diesen Typen nie kennenlernen? Das ist Hollywood. Sag, glaubst du eigentlich jeden Mist, den mein blöder Bruder verzapft? Zac Efron interessiert mich nicht die Bohne. Du lügst! Halt die Klappe. Halt doch selber die Klappe. Setz dich hin. Julie, du gehst seit Wochen nicht in die Schule und sagst mir kein Wort. Ja, weil du es mir nicht erlaubt hättest. Das mache ich immer noch nicht. Du gehst gleich morgen zu deiner Direktorin und redest mit ihr. Und wenn du das nicht machst, dann spreche ich mit ihr. Nein! Julie, ich habe genug andere Probleme. Ja, das ist es ja. Wenn du glücklicher wärst, würdest du dich nicht ständig in mein Leben einmischen. Ich bin glücklich, wenn du wieder in die Schule gehst. Und sich einmischen, mein liebes Kind, das ist der Job einer Mutter. Dein Problem ist, Mama, dass du nicht an mich glaubst. Du hast vielleicht eine Vision, aber kurz vor dem Ziel knickst du immer ein. Leg nicht ab, es geht um dich. Du hast das Abi fast in der Tasche. Ich gehe da trotzdem nicht wieder hin. Essen. Ich habe keinen Hunger. Wahrscheinlich hast du ja recht. Was mich betrifft. Fiona ist drauf und dran, mir meine Ampel-Idee zu klauen. Was? Wahrscheinlich bin ich blind und blöd. Ich hätte viel früher drauf kommen müssen. Ey, Mama, das musst du verhindern. Machen wir einen Deal? Du berätst mich mit Fiona und ich berate dich in Sachen deine Zukunft nochmal. Du beraten ist nicht mit der Wortfamilie Befehlen verwandt. Ja, ich hoffe, du vergisst es nicht. Was machen wir jetzt? Weißt du, an wen sie deine Idee verkaufen will? Also der Typ auf dem Anrufbeantworter hat irgendwas von Lindollen oder so gefaselt. Die kennt viele Finanzier, das ist ihr Vorteil. Hey, unser Vorteil ist, dass wir ihren Plan kennen. Und damit rechnet sie nicht.
Stimmt. Da. Hier steht, Lindon ist einer der führenden Venture-Capital-Firmen in Europa. Der Hauptsitz befindet sich in Berlin-Mitte. Sind Sie Gründer, Wissenschaftler oder Mittelständler? Dann gibt es für Sie die Möglichkeit, sich Ihre Beratung fördern zu lassen. Sollten wir vom Potenzial Ihrer Idee überzeugt sein, so sind wir gerne bereit, über ein weitgehend erfolgsabhängiges Honorar oder auch über eine Beratung gegen Beteiligung an Ihrem Projekt zu sprechen. Diese falsche Schlange hat sie doch tatsächlich einen Chemiker gefunden, der ihr quasi die Ampel freigeschaltet hat. Es ist trotzdem immer noch deine Idee, Mama. Seit ich denken kann, hast du dafür gekämpft. Wir waren vielleicht zweimal im Urlaub an der Ostsee, sonst nichts, weil du alles Geld dafür investiert hast. Du musst dich mit dem Chef von Lindon treffen. Es ist Freitagabend. Vom Montag haben wir keine Chance und da ist Fiona auch wieder da. Ja, dann müssen wir die Adresse von diesem Gregor Sand eben jetzt schon rausfinden. Was hast du gerade gesagt? Dass wir seine Adresse rausfinden müssen. Wenn die wahrscheinlich nicht im Netz steht. Hast du gerade Gregor Sand gesagt? Ja. Das steht ihm gehört immer 50%. Gregor Sand. Oh nein. Ich sterbe. Wieso? Na, weil ich vor ein paar Tagen mit dem Essen war. Das ist der, wegen dem du dich mindestens 10-mal umgezogen hast? Stimmt doch gar nicht. Das war höchstens einmal, weil ich zu aufgedonnert war. Hä, und du wusstest nicht, was der beruflich macht? Nein, wir haben nicht darüber geredet. Ja, worauf wartest du noch? Ist das ein bescheuerter Zufall? Der darf um Gottes Willen nicht denken, dass ich unsere Bekanntschaft ausnutzen will. Das ist ein wunderbarer Zufall, Mama. Man könnte es auch Gerechtigkeit nennen. Du weißt ja nicht die ganze Geschichte. Ja, das ist ja auch egal. Oder willst du vielleicht, dass diese blöde Fiona gewinnt? Ja, natürlich nicht. Schön, dass du gleich Zeit hattest. Ja, klar. Du hast besorgt geklärt. Ich muss dir was gestehen. Ich hab dir nicht die Wahrheit gesagt. Das Halsband von meinem Hund und die Ohren hier, die piepsen, das hab alles ich erfunden. Nein. Warum hast du es nicht gleich gesagt? Warum? Weil ich die Nase voll hatte von meinem Problem. Ich musste das Haus abgeben. Der Hund musste ins Tierheim. Der Gerichtsvollzieher kam. Ich war völlig am Ende. Das habe ich nicht gewusst. Tut mir leid. Alles nur, weil ich bis zum Schluss an diese schwachsinnigen Erfindungen geglaubt habe. Warum? Du findest das bestimmt jetzt alles ziemlich komisch, aber ich habe bis gestern Abend habe ich nicht gewusst, was du beruflich machst. Was spielt das für eine Rolle? Ich hatte wirklich keine Ahnung. Für mich warst du der nette Kunde aus der Reinigung, der Held, der mit fremden Hunden aus dem Tierheim joggen geht. Der bei Regen Regenschirm dabei hat, ja, da bin ich ja immer noch drin. Würdest du dir eine Idee von mir anhören? Die ist vielleicht gar nicht so schlecht. Eine Freundin von mir will sie mir nämlich gerade klauen. Die Freundin, die keine Sachen erfindet. Nein, die gibt's ja gar nicht. Ich habe ja die Sachen erfunden. Ich denke, sie will dir deine Idee klauen. Ja, aber nicht die Freundin, sondern die andere. Also, eigentlich ist auch gar keine richtige Freundin. Ich habe doch gesagt, dass das alles schwer zu glauben ist. Ich muss sie erst mal verstehen. Dann entscheide ich, ob ich dir glaube. Oh Gott, das klingt jetzt alles wie so eine billige Geschichte aus dem Showgeschäft. Ein Produzent lernt eine Frau kennen, die hat natürlich mit der Branche nichts zu tun, sagt sie am Anfang und... Kaum sind sie befreundet, da outet sie sich als arbeitslose Schauspielerin und den Job sucht. Ich möchte aber nicht, dass du sowas von mir denkst. Was möchtest du denn, dass ich von dir denke? Ey, du kannst alles von mir denken, was du willst, aber bitte denke nicht, dass ich mich mit dir treffen will, weil ich Geld brauche.
Ja, das wäre natürlich so schade. Ja. Aber natürlich brauche ich Geld. Aber weil ich mich in einer blöden Situation befinde. Aber ich brauche nicht dein Geld, verstehst du? Ich bin betrogen worden und ich wollte dich eigentlich nur fragen... Ja, ich wollte dich eigentlich nur fragen, ob du vielleicht... Oh Gott, ich rede mich ja gerade im Kopf und Kragen. Ich hätte dich nicht anrufen sollen. Und das mit dem Befreundetsein, das sollten wir auch lassen. Mit dem Geld nicht glücklich werden. Du kannst dir auch gerne wieder Sam geben. Erst schnurrt er und im nächsten Moment kratzt er. Wir schaffen das auch so. Vielleicht kann ich dich ja bald finanziell unterstützen. Ey, du hast beraten gesagt, nicht befehlen. Morgen ist mein großer Tag. Es kommen Leute von der Musical School. Die reisen extra von Hamburg hierher. Wir müssen ihnen was vorsingen und tanzen. Dafür habe ich doch die ganzen letzten Wochen geübt. Du meinst die Schule geschwänzt. Ich wünsche dir trotzdem viel Glück. Willst du es dir nicht mal ansehen, Mama? Ich wurde gefilmt. Es gibt einen Link bei der Musical School. Hey, komm, wenn hast du mich das letzte Mal singen oder tanzen gesehen? Du lachst dich tot, wenn du die tanzen siehst, Mama. Halt die Klappe, Moritz. Das ist nicht lustig. Hey, hör auf damit. Hört auf. Du machst doch sowieso, was du willst. Ob ich da zuschaue oder nicht. Telefon. Wochenende ich hatte. Es hat die ganze Zeit geregnet, das Hotel eine Baustelle und er kein einziges Mal auf meiner Mailbox. Meld dich, ja? Tschüss. Julie? Du redest laut über deine Jacken an.
Ich bin's, Fiona. Nein, sag es bitte nichts. Komm einfach vorbei. Ja, wirklich? Nur 5 Minuten? Okay, bis gleich. Das ist jetzt echt ungünstig. Ich bin auch gleich wieder weg. Ich wollte dir nur Sam vorbeibringen. Moritz und Sam haben mich wirklich gut verstanden, auch wenn er manchmal ein bisschen kratzig war. Ich erwarte Besuch, Alex. Komm einfach rein. Ja, gern. Tut mir leid, du musst jetzt wirklich gehen. Kann ich kurz dein Bad benutzen? Alex, nein, ich... Hallo? Hallo. Willst du dich vielleicht kurz umziehen? Gregor, ich habe das damals doch schon gespürt in New York. Ich wollte nichts sagen, weil es war alles noch so frisch mit Lydia. Niemand macht dir einen Vorwurf, dass du nicht lang genug getrauert hast. Ich habe keine Ahnung, was du hier veranstaltest. Ich weiß doch, was du für mich empfindest. Hm? Vielleicht bist du dir noch nicht so sicher wegen der Trauer und all dem, aber... Du warst doch gerade mit einem anderen Mann auf Korsika, hm? Sardinien. Ja. Und? Du verstehst das alles falsch. Nein, nein. Ich verstehe das alles ganz richtig. Du verstehst es falsch. Wir sind beruflich verbunden. Sonst ist da nichts. Wird auch nie was sein. Ja, und putzen komme ich auch nicht mehr. Ich bin ein Feuerwerk, spüre in der
Ich auch mit der Waschmaschine unterhalten, so gesprächig wie du heute bist. Entschuldigung. Soll ich die Pflaster holen? Was denn für Pflaster? Wir haben dir doch prophezeit, dass du deine Finger verbrennen wirst. Ich hab dir doch gesagt, was die Leute über ihn erzählen. Hast du mir nicht von einer Freundin erzählt, die eine Freundin hat, die ihn kennt? Viola. Der Doppelname. Fiona? Fiona Seimfriedrich? Ja, genau, so heißt sie. Ich habe Talent. Das war so geil. Und die wollen mich haben. Aber ich muss schon nächsten Monat nach Hamburg. Was ist das? Zement? Das sind Haferflocken. Warte mal. Hier, nimm mehr Milch. Das kriegt ja kein Mensch runter. Ich schon. Bist du noch dran? Ja. Nein, nein, alles okay. Mein Bruder wird mir jetzt nicht nur gerade seinen Magen. Gehst du mal? Warum gehst du nicht? Weil ich telefoniere. Und am besten ist, ich habe sogar schon ein Zimmer. Und die Leute, die da wohnen, sind auch alle von der Schule. Ja, eben, du musst mich unbedingt besuchen kommen. Da ist ein Mann an der Tür. Keine Ahnung. Ja, er will nicht gehen. Kannst du mal gucken? Warte, ich rufe gleich zurück. Hallo. Mensch, Herr Schneider, Sie schon wieder. Ist deine Mutter da? Nein. Aber wir kündigen ihn. Durch sie ist meine Mutter doch erst in diese beschissene Situation gekommen. Ständig haben sie irgendwas versprochen, aber nichts gehalten. Sie bekommen keinen Cent mehr von uns. Ich bin Gerichtsvollzieher. Und kein Patentanwalt. Gib das bitte deiner Mutter, sie soll nächsten Mittwoch zu Hause sein. Wenn sie nicht aufwacht, muss ich die Tür öffnen lassen. Mach's gut. Entschieden. Es tut mir leid. Ist schon okay. Pack die Schuhsachen weg. Was ist das hier? Dein Patentanwalt war wieder da. Ich soll dir das geben. Ich hatte keine Ahnung, dass der kommt. So, dann machen wir schön Abendbrot, ja? Hilfst du mir? Da.
Das muss ich ganz bestimmt zweimal reinigen. Also ich kann nicht versprechen, dass der Fleck rausgeht, ja? Aber ich versuch's. Ja. Auch der liebe Zeit. Elli, kannst du mal? Das ist dann am Montag fertig, ja? Ja. Gut. Danke. Danke. Wir kommen. Ich möchte gerne dieses Kleid abholen. Ja, natürlich. Selbstverständlich. Sie haben es gereinigt. Ich bezahle. 5,70 Euro. Geht eindeutig an dich. Vergiss es. Und den Namen Gregor Santin möchte ich in meinem ganzen Leben nicht mehr hören. Ich erinnere mich an eine Schülerin, die saß vor ein paar Wochen genau auf diesem Stuhl und sagte zu mir, Abi heißt wörtlich übersetzt amtlich bestätigte Inkompetenz. Ich wollte sie provozieren. Das ist Ihnen gelungen. Es tut mir leid. Warum hat sich denn Ihre Einstellung so drastisch geändert? Weil es hirnrissig ist, wenn man kurz vor dem Ziel aufgibt. Meine Worte. Bitte lassen Sie mich zurück auf Ihre Schule. Was ist der wahre Grund? Ich will meine Mutter nicht enttäuschen. Eines Tages werden Sie begreifen, dass Sie das alles nur für sich selber machen. Heißt das ja? Was passiert, wenn Sie morgen früh aufwachen und Sie bereuen Ihre Entscheidung? Ich verspreche Ihnen, dass ich das bis zum Schluss durchziehen werde. Also gut. Danke. Entschuldigung. Hey. Hallo. Ich muss mal weiter. Ja. Ich auch. Na dann. Julie, was machst du denn hier? Wer war das denn? Tommy Freisenberg. Seine Familie ist erst vor kurzem hierher gezogen und er ist in meinem Leistungskurs. Und in meinem. Was? Gott, der sieht aus wie Zac Efron. Heißt das, du bist jetzt wieder hier? Oh, ich. Also,
Alex, es tut mir wirklich leid. Aber das, was in der Kasse ist, ist im Moment alles, was ich habe. Das habe ich mir gedacht. Einen kleinen Vorschuss könnte ich ihm geben. Mir fällt bis Mittwoch schon was ein. Sag, dass sie heute Nachmittag zum Zahnarzt geht. Ich habe keine Zahnschmerzen. Ich muss nicht zum Zahnarzt. Da gehen wir auch nicht hin, du Dummkopf. Ich habe eine andere Idee, aber dafür brauche ich deine Hilfe. Ich muss dich nachher abgeben. Okay, klar. Zum letzten Mal. Er hat keine Zeit und ihr habt keinen Termin. Ich kann euch unmöglich zu Gregor Sand lassen. Dann sagen Sie ihm, wir sind die Kinder von Alexandra Fuchs. Und ich bin die Tochter der Queen. Ich kenne Alexandra Fuchs nicht mal. Wären Sie trotzdem so nett? Nein. Geht jetzt bitte. Ihr wisst ja, wo die Tür ist. Tschüss. Linda und Pioneer, guten Tag. Ja. Ah ja, genau, Frau Wagner. Okay, jetzt lauf schon. Was ist los? Lauf einfach, lauf. Nein. Ist das ein Büro? Ich habe keine Ahnung. Oh, Entschuldigung. Weißt du, wie er aussieht? Ja, ich habe ihn gegoogelt. Moment, Leute. Was macht ihr denn da? Die Kinder von Alex. Entschuldigen Sie, Herr Sand. Ich werde die zwei gleich rauswerfen lassen. Schon in Ordnung, freu ich dich. Setzt euch doch. Wollt ihr was trinken? Nee, danke. Ich hätte gerne eine Limo. Am besten eiskalt. Julie? Moritz? Endlich lerne ich mal die Gesichter zu den Namen kennen. Eure Mutter hat mir von euch erzählt. Sie hat auch von Ihnen erzählt. Was kann ich für euch tun? Meine Mutter weiß nicht, dass wir hier sind. Wir haben auch nicht viel dabei. Sie hat fast alles weggeworfen, weil sie normal werden wollte. Aber meine Mutter erfindet Dinge, seitdem ich denken kann. Das Brotmesser für 3 Brotscheiben für die Kleinfamilie. Der Schneebesen mit Abschmeckfunktion. Der Bügel zum Mitnehmen.
Oh. Und der Butterstick. Aufgemacht, rausgedreht, das Brot geschmiert, zugedreht, zugemacht und fertig. Der Butterstick, was? Ja. Eine ältere Erfindung. Ja, es waren wirklich grauenhafte Dinger dabei. Ja, aber sie hat trotzdem nur für die eine Idee gelebt. Das ist der Haltbarkeitsmesser. Fiona Sam-Friedrich hat die Idee nur gestohlen. Und wenn Sie meiner Mutter schon nicht glauben, dann müssen Sie bitte wenigstens uns glauben. Echt leid, dass ich nicht mitessen kann, aber dieses Date ist überlebenswichtig. Wir müssen trotzdem kurz reden. Julie, ich weiß alles. Ich bringe Moritz um. Moritz hat kein Wort gesagt, aber ich bin ja nicht blöd. Ich habe es nur gut gemeint. Das weiß ich, es war trotzdem eine Schnapsidee. Aber ich habe es doch für dich gemacht. Das weiß ich auch. Und was machst du jetzt? In allen Musicalschulen anrufen und fragen, ob wir kommen können. Ach, das meinst du? Ja, und du? Ach, vergiss es. Ich mache jetzt erst mein Abitur und dann erobere ich den Musical-Himmel. Zac Efron ist da. Na dann, tschüss. Guten Abend. Fuchs. Hallo. Das ist meine Mama. Und das ist Tommy Freisinger aus meinem Spanisch-Ecker. Na dann. Adios. Bitte schön, der Fleck ist weg, zweimal gereinigt, ohne Mehrkosten. Danke, super. Wenn ich Ihnen das so geben darf, wünsche einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Ich bin gleich bei Ihnen. Guten Morgen. Guten Morgen. Tschüss. Guten Morgen. Wo ist denn Elvira? Ach, die hat eine ganz schlimme Grippe. Am Telefon hat sie kaum einen Satz rausgebracht, so heiser ist sie. Bitte schön, einen schönen Tag. Dankeschön, auf Wiedersehen. Hat sie denn alles zu Hause? Ich meine, Medizin oder so? Ich weiß nicht. Vielleicht sollten Sie ja was vorbeibringen. Nein, das geht nicht. Sie haben zu mir gesagt, sie gehört zur Familie. Und innerhalb der Familie hilft man sich doch. Ja, aber ich möchte nicht aufdringlich sein. Ich glaube, sie würde sich freuen. Meinen Sie wirklich? Ach, natürlich. Können Sie den Laden kurz alleine machen? Auch etwas länger. Dann düse ich schnell in die Apotheke. Und wenn Elvira anruft, sagen Sie ihr... Nein, sagen Sie nichts. Ich will Sie lieber überraschen. Alles klar. Schöne Grüße. Ja! Ich hab dich gar nicht gehört. Ich komm. Schön, dich zu sehen. Dieses soll gereinigt werden? Mhm. Das wird aber nichts vom Freitag wegen dem Feiertag. Kein Problem. Hier ist wieder was drin. Ist es Geld? Zettel. Ja, der Zettel, der gehört dir.
Du musst ja lesen. Kannst ja auch vorlesen. Das ist eine Patentanmeldung. Da oben steht die Nummer der Anmeldung. Hier der Name der Erfindung, elektrochemischer Biosensor mit optischem Verfallsindikator. Und daneben steht der Name der Erfinderin, Alexandra Gwendolin Fuchs. Wieso hast du das gemacht? Weil deine Kinder genauso verrückt sind wie du. Fast. Meine Kinder? Die waren bei mir im Büro. Ich kann dir jetzt natürlich nicht versprechen, dass du reich wirst, aber zumindest ist die Erfindung offiziell angemeldet. Stehlen kann sie dir jetzt keiner mehr. Was ist mit Fiona? Wir haben ihr mit einer Anzeige gedroht. Hat alles rückgängig gemacht. Und sie geht zurück nach New York. Ja, und du bekommst noch 5000 Euro von uns. Weil wir jetzt Geschäftspartner sind. Falls du willst. 5000 Euro? Für den Anfang. Du bist meine Rettung. Hättest du Lust, diese Rettung heute Abend mit mir erneut zu begießen? Unter der Woche ist es auch nicht so voll. Das sollten wir nicht regeln. Ich denke, wir sollten es beim Geschäftlichen belassen. Wenn dein Magen mal wieder italienisch denkt, lass ja meine Nummer. Wenn wir jetzt reich werden, dann können wir doch Muxe wiederholen. So schnell geht das aber nicht. Dafür muss ich noch ganz lange in der Reinigung arbeiten. Sicher? Ganz sicher. Jetzt hoffen wir erst einmal, dass jemand meine Idee toll findet. Hm? Und wenn niemand die Idee toll findet? Dann haben wir es zumindest versucht. Weißt du, manche Dinge im Leben, die hat man einfach nicht in der Hand. Aber man kann alles in die Wege leiten und beten, dass es klappt. Ich bete nie. Aber heute mache ich das mal. Mach das. Elfmal. Was, elfmal? Du hattest in der letzten halben Stunde 11 Anrufe in Abwesenheit und es war immer dieselbe Nummer. Okay. Du findest Gregor nett. Viele Männer sind nett. Am Anfang jedenfalls. Mama, du hast ihm einen Korb gegeben und er ist immer noch nicht locker. Hör mir mal zu, mein Schatz. Auch wenn du das in deinem Alter noch nicht sehen willst. Männer interessiert die Jagd, nicht die Beute. Und je schwieriger es ist, an die Beute heranzukommen, umso mehr kämpfen sie. Und nicht jeder Typ ist Papa. Es ist 8:30. Wenn er mir was Geschäftliches zu sagen hat, kann er das morgen immer noch tun. Sie
Sie hatten recht, sie hat sich sehr gefreut. Danke für den Tipp. Ich durfte ihr sogar den Erkältungsbalsam einmassieren. Sie hat einen wunderschönen Rücken. Na, das freut mich. Dann bestellen Sie einen schönen Gruß von mir. Sie sollen ruhig gesund werden. Ich schaffe das hier allein. Reinigung Hübner, guten Tag. Da ist ein Radiosender dran. Was sollen wir? Sie sind live in unserer Sendung. Haben Sie ein Radio in Ihrer Nähe? Ja, wieso? Lassen Sie sich überraschen. Sind Sie sicher, dass das keine Verwechslung ist? Wir sind hier eine ganz normale Reinigung. Was wollen die denn? Keine Ahnung. Na, dann hören Sie mal zu. Olaxilla. Hierbei liksum net nufek. Nous y live, sad outrediv, des oatres. Leaf y choarediv, noatres. Die Stimme kenne ich. Hietchum, sad out snu enea sorsch. Zwick. Was ist denn los, Alex? Wer ist das denn? Ich nipp mir enea ne bla. Notisch, jeb ritt. So, meine Damen und Herren, nach diesen ganz persönlichen Worten geht es hier jetzt erstmal weiter mit Musik. Super. Ich muss kurz weg. Was ist das? Gregor Sand? Was zum Teufel quatscht der da? Das ist eine längere Geschichte. Dankeschön. Herr Lanz, ich komme wieder. Hallo?